Hey Leute, hier ist David aus Australien. Wie geht's euch? Der Chrissy hat mir geschrieben, er würde gern mit dem Motorrad durch Australien fahren. Und ihm fehlt noch so ein bisschen die Erfahrung. Und ja, er hat ungefähr noch ein Jahr Zeit. Also er möchte im nächsten Jahr nach Australien kommen. Und er fragt vor allem, ob es sich lohnt, den Führerschein in Deutschland zu machen oder lieber in Australien. Ob er so Motorradklamotten und so ein Zeug lieber in Deutschland schon kaufen soll oder eben hier in Australien und wie man so die Kosten einschätzen sollte, bis man dann tatsächlich losfahren kann. Okay, also wenn du sagst, Chrissy, dass du ein Jahr noch Zeit hast sozusagen, dann würde ich dir definitiv empfehlen, und ich setze mal kurz meine Sonnenbrille auf, weil es hier extrem hell, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, den Führerschein in Deutschland zu machen, aus mehrerlei Gründen. Erstmal, du hast hier in Australien nur begrenzt Zeit. Das heißt, wenn du deinen Führerschein hier in Australien machen würdest, verlierst du erstmal Zeit. Das heißt, du kannst nicht rumreisen, du musst erstmal den Führerschein machen. Du kannst dich noch um kein Motorrad kümmern, weil du, wenn du eine Probefahrt machen willst, ja auch erstmal den Führerschein brauchst. Ich habe hier in Deutschland keinen Führerschein gemacht, hier in Australien keinen Führerschein gemacht. Insofern weiß ich nicht, wie lange das ist, aber wird schon ein paar Wochen, wenn nicht sogar einen Monat oder noch länger dauern. Vorausgesetzt, dass du den Führerschein auch, dass du die Prüfung hier auch bestehst in Australien. Was mich zum zweiten Punkt bringt, wenn du den Führerschein in Australien machst, dann machst du den natürlich in Englisch. Ja? Das heißt, der Schwierigkeitsgrad für dich ist sozusagen nochmal ein bisschen höher und einige Regelungen sind hier anders. Das heißt, du wirst die Sprachbarriere haben und dann noch zusätzlich nicht ganz so dich mit dem australischen Verkehr auskennen. Das heißt, von daher schon mal zwei Punkte, warum du das eher in Deutschland machen solltest. Ein dritter Vorteil ist, dass wenn du den Führerschein vorzugsweise dieses Jahr, also jetzt machst, in Deutschland, dann kannst du noch zusätzlich Erfahrung sammeln. Ja, vorausgesetzt, dass du in Deutschland irgendwie an eine Maschine rankommst, irgendwie an ein Motorrad rankommst, was natürlich Geld kostet, das verstehe ich. Aber ich kenne jetzt deine finanzielle Situation nicht, insofern rede ich jetzt einfach mal so daher. Also um Erfahrung zu sammeln, um dann nach einem Jahr nach Australien zu kommen und sich dann einfach nicht mehr noch zusätzlich aufs Motorradfahren zu konzentrieren, sondern einfach nur auf den Linksverkehr zu konzentrieren, hat das natürlich einen Vorteil, wenn du den Führerschein in Deutschland machst. Okay, zu den Klamotten. Also was ich gemacht habe, ich habe den Helm hier in Australien gekauft, und zwar, weil es hier, die Helme müssen bestimmte Zertifizierungen durchlaufen haben, und die kriegen dann alle so einen Aufkleber hinten dran. Und wenn du in Deutschland den Helm kaufst, auch wenn es der gleiche Hersteller ist und genau der gleiche Helm ist etc., wenn du den in Deutschland kaufst, dann hat er diesen Sticker nicht. Und bei einer Polizeikontrolle kann es dann eben passieren, dass du angehalten wirst wegen Fahren mit einem Helm wahrscheinlich, der nicht zertifiziert ist oder was auch immer. Das heißt, kauf den Helm hier in Australien, kostet so, also ich sag jetzt mal zwischen 100 und 200 Dollar wahrscheinlich, dementsprechend, was du haben willst. Und er nimmt ja auch beim Gepäck, wenn du den jetzt mitnehmen würdest, im Gepäck sehr viel Platz weg. Auch wenn es nicht so schwer ist. Also so ein Helm, was wiegt der? 1,5 Kilogramm oder so, vielleicht leichter. Aber er nimmt unheimlich viel Platz weg. Okay, also das auf jeden Fall in Australien kaufen. Ansonsten Klamotten, Bekleidung, Handschuhe etc. Das würde ich tatsächlich in Deutschland kaufen. Das ist A, günstiger. Hier in Australien gibt es nicht solche Läden wie Louis oder Polo, wo man relativ günstig an Motorradklamotten erwerben kann. Das gibt es hier nicht. Es gibt meistens Motorradhändler, die dann sowas verkaufen. Oder eben bei eBay im Internet kann man natürlich auch Sachen kaufen, aber das wird für jemanden, der ein Jahr hier rumreist, eher keine Option sein. Die Qualität hier in Australien von solchen Klamotten, die ist auch eher bescheiden. Wenn man im kostengünstigeren Bereich sich umschaut, kommt meistens die Ware aus China. Und ich habe hab mir Handschuhe hier gekauft, die, wenn es nicht regnet, wunderbar sind, aber sobald die Handschuhe feucht werden durch den Regen, dann färben die extrem ab. Meine Hände sehen aus, als ob ich die in Öl gebadet habe. Ich habe die Handschuhe jetzt seit 3 Jahren, habe ich schon mehrmals in der Waschmaschine gewaschen etc. Die tropfen weiter, die färben weiter ab, jedes Mal, wenn sie mit Wasser in Berührung kommen. Ja. Also da würde es sich auf jeden Fall lohnen, gute Qualität aus Deutschland mitzubringen, was im Zweifel ja dann auch weniger Platz wegnimmt als ein Helm. Okay, ansonsten allgemein nochmal vielleicht zum Motorradfahren. Australien ist ideal zum Motorradfahren, vor allem wenn man so im Adventure-Bike-Bereich oder im Venture-Touring-Bereich sich
sich bewegt, ja, also Offroad fahren möchte oder auf einsamen Straßen, lange Touren etc., ist Australien ideal. Eine grundsätzliche Regelung oder Regel solltet ihr einhalten, und zwar fahrt nicht in der Dämmerung. Das und in der Morgen- und in der Abenddämmerung. Das gilt im Allgemeinen für alle Fahrzeuge oder generell, wenn man, sobald man im Outback ist oder im Hinterland ist, also von den großen Städten weg ist, oder auch an den Küstenregionen, wo es nicht so stark befahren ist. Aber für Motorräder gilt es insbesondere, denn wenn ihr so einen Känguru anfahrt, dann bezahlt ihr da mit höheren, nicht mit dem Leben, aber mit höheren Preisen, als wenn ihr mit dem Auto dagegen knallt, ganz klar. Christi, ich hoffe, ich habe damit deine Frage beantwortet. Und soll es noch weitere Fragen dazu geben, dann stell sie mir. Ansonsten, wenn jemand anderes von euch Erfahrung hat zum Motorradfahren in Australien oder zum Führerschein machen in Australien, dann schreibt mir auch einfach einen Kommentar. Ansonsten würde es mich freuen, wenn ihr das Video liked, sofern es euch geholfen oder gefallen hat. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr von mir über Australien auf dem Laufenden gehalten werden wollt. Ein kurzer Nachtrag noch, fällt mir noch ein Argument ein, warum ihr den Führerschein eher in Deutschland machen solltet, sofern ihr hier in Australien nicht leben wollt. Wenn ihr den Führerschein hier in Australien macht, und erst recht den Motorradführerschein, dann müsst ihr, wenn ihr zurück nach Deutschland kommt, den ja übertragen, damit ihr in Deutschland auch fahren könnt damit. Und das kann ein bisschen schwierig sein, weil gerade im Motorradbereich gibt es unterschiedliche Klassen zwischen Deutschland und Australien. Insofern kann es da ein bisschen, ja, muss es nicht unbedingt reibungslos funktionieren. Also insofern auch nochmal ein Vorteil, den Führerschein in Deutschland zu machen. Okay, das soll es von mir gewesen sein. Also bis später.